Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Unfall durch Aquaplaning auf der A4. Zwickifax, über 20.000 Menschen waren gekommen und FSV Zwickau möchte in Leipzig bessere Leistung zeigen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie zu einer neuen Sendung. Heute ist der Tausche-Ideen-Austag. Ja, und da hätte ich schon mal eine Idee. Lassen Sie uns einfach mit der Sendung starten. Wir kommen zu unserem ersten Filmbeitrag. Am heutigen Dienstagmorgen kam es auf der A4 zwischen Glauchau und Hohenstein-Ernsthal in Fahrtrichtung Leipzig zu einem Verkehrsunfall. Gegen 8.15 Uhr kam ein Tesla-Fahrer durch den Starkregen ins Schlingern. Dabei traf er einen Kühllaster und landete in der Mittelleitplanke. Der LKW geriet daraufhin ebenfalls ins Schleudern und stieß auch gegen die Mittelleitplanke. Infolgedessen kippte er zur Fahrerseite hin um. So rutschte er noch weitere 50 Meter über die Autobahn und blieb dann quer liegen. Der LKW-Fahrer musste durch die Feuerwehr über die Frontscheibe befreit werden. Beide Fahrer kamen mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die A4 musste voll gesperrt werden. Nach der Bergung des Tesla wurde eine Spur freigegeben, um den Verkehr vorbeizuleiten. Anschließend konnte mit der Bergung des LKW begonnen werden. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Eltern und Großeltern wissen, wie anstrengend es sein kann, Kinder der verschiedensten Altersgruppen zu unterhalten oder zu bespaßen. Da kam ein Angebot am letzten Samstag gerade richtig. Bereits zum 13. Mal fand auf dem Gelände rund um den Zwickauer Schwanenteich Zwickifax, das größte Kinderfest der Region, statt. Wir waren mit der Kamera vor Ort. Bereits vor der offiziellen Eröffnung gegen 11.30 Uhr war das weiträumige Areal, welches sich in eine riesige Spielwiese verwandelt hatte, schon gut besucht. Mit dabei natürlich auch Repräsentanten der Stadt Zwickau, die sich erstmal glücklich zeigten, dass das Wetter mitspielte. Ja, unbedingt, oder? Das ist doch wieder Kaiserwetter. Wer hätte denn das gedacht? Bei den Temperaturen und Sonnenschein, besser kann es nicht sein. Wenn ich mich zurückerinnere, wir finden viele Bekannte wieder an den üblichen Standorten. Und es ist natürlich ganz wichtig, dass so ein Fest nur funktioniert, wenn die Sponsoren mitspielen. Ja, unbedingt. Wir sind so dankbar, dass wir die Sponsoren haben, die sich ja nicht bloß finanziell beteiligen, sondern auch mit tollen Angeboten hier rund um den Schwanenteich. Sonst würde das gar nicht funktionieren. Natürlich sind auch die Sportvereine eingebunden. Also es ist die Bandbreite, die Zwickau abbildet, was es eigentlich hier alles gibt, und wir tragen das ja in die Region hinaus. Wir sind erstmal froh, dass es viel mehr Angebote sind wie im letzten Jahr. Das ist ja schon mal ein Signal und es ist so verschiedenartig. Wir haben Kreativangebote, Sportangebote. Es zeigt auch die Vielfalt unserer Vereinslandschaft hier in der Stadt über die Region hinaus und das ist wirklich toll. Dann erübrigt sich wahrscheinlich meine letzte Frage. Definitiv 2025, Zwickifax die 14. Das ist keine Frage. Natürlich, unbedingt und ein ganz klares Ja. In diesem Jahr natürlich mit vor Ort und das im neuen Look, die Maskottchen Zwicky und Fax. Die durften dann zur offiziellen Eröffnung durch Zwickaus Baubürgermeisterin auf der Bühne natürlich nicht fehlen. Es war zur Pressekonferenz der große Wunsch, das Wetter muss passen. Frau Queck-Hähnel, schöner kann es nicht sein, fast ein bisschen zu warm, aber Sie haben sich heute schon gefreut, so viele strahlende Kinderaugen zu sehen. Auf jeden Fall, und dass die Sonne so gut mitspielt, ist wirklich wunderbar und ich hoffe, dass alle so ein bisschen Sonnenschutz mit haben und dann wird der Tag einfach perfekt. Ist eine tolle Sache, was die Stadt Zwickau gemeinsam mit vielen Sponsoren, Mitstreitern hier auf die Beine gestellt hat und das immerhin in diesen, ich sag's immer so ein bisschen anderen Zeiten, bereits zum 13. Mal. Das ist absolut richtig und wir sind da auch wirklich stolz, dass wir das so durchhalten können. 13 Jahre Zwickifax, das ist was ganz Besonderes. Und dann noch zu hören und auch nach draußen transportieren zu können, dass wir das größte Kinderfest haben, ist einfach, macht einen stolz. Wir haben uns dann einmal auf den Weg gemacht. Gleich neben der Bühne war die Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau, die zu den Geburtshelfern des großen Kinderfestes zählt, mit Hüpfburg und Kräutergarten vertreten.
Traditionell präsentierten sich bei der diesjährigen Auflage auch wieder zahlreiche Sportvereine der Region. Neben den Eispiraten Grimmitschau waren auch Repräsentanten des FSV Zwickau gekommen. Ja, Matti, auch für euch vom FSV natürlich eine Herzensangelegenheit, beim größten Kinderfest von Sachsen dabei zu sein. Unbedingt. Wir sagen ja selbst, dass wir mehr als nur Fußball sind und mehr als nur die 90 Minuten. Und das wollen wir heute auch zeigen mit dem breiten Angebot für die Kinder. Wenn sich jetzt die kleinen Kicker interessieren und würden gerne in den Verein einsteigen, was müssen sie machen? Habt ihr für den Nachwuchs noch Kapazitäten? Ja, also die haben wir immer. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Leistungsniveau an und auf das Alter. In jüngeren Jahren ist es sicherlich einfacher, dabei reinzukommen als jetzt in der A- oder B-Jugend, was dann so ab 16 der Fall ist oder ab 14. Aber prinzipiell sind wir immer offen dafür und die sollen sich alle melden. Wir sind ein Breitensportverein, wo jeder mitmachen kann und das ist unser Anliegen. Dass wir Leute, gutes Gelingen. Ja. Dankeschön. Danke auch. Nach einem gehörigen Fußmarsch auf der anderen Seite des Schwanenteichs angekommen, präsentierten sich wie bereits in den Jahren zuvor auch wieder Feuerwehr und Rettungsdienst. Gerne war auch diesmal ein in Zwickau beheimateter Fahrradhändler gekommen und hatte wertvolle Tipps. Genau, wie jedes Jahr finden wir es sehr toll, wenn die Kinder einfach mal ein bisschen Fahrrad fahren können oder den Kindern beibringt, wie man eigentlich das richtig Fahrradfahren lernt. Viele sagen immer Stützräder ja oder am Lenker festhalten, ich selber bin dafür nicht. Ich sage immer Stützräder komplett abmachen, ein kleines Tuch unter dem Brustkorb, unter die Arme durch und von hinten nur festhalten, dass das Kind wirklich mitkriegt, wie habe ich Fahrrad zu fahren. Ja, wir freuen uns, wenn wir jedes Jahr hier sein dürfen, ne? Und dass ihr unsere netten Nachbarn seid. Ne? Dann wünschen wir euch heute noch gutes Gelingen und ihr habt ja eine ganze Palette heute auch mitgebracht. Ja. Und vielleicht wird der eine oder andere auch heute fündig. Hoffen wir's. Na, alles klar. Fand erst kürzlich das große Spektakel des Puppentheaters Zwickau sowohl in Plauen als auch in Zwickau statt, waren Puppenspieler, allen voran Monika Gerbotz, gerne mit dabei. Genau, natürlich, wir gehören dazu, wir sind städtisch, wir sind für die Zuschauer da aus dieser Stadt und auch inzwischen weltweit mit Virtual Puppetry, aber heute sind wir explizit mit Traumzauberbaum und mit einem Angebot, die letzten Vorstellungen noch hier zu bewerben. Wie läuft es denn sonst beim Puppentheater? Alles in Ordnung? Natürlich, wir haben die Eröffnung hier und auch im Plauen schon hinter uns, also die Spielzeit läuft an. Ich würde tatsächlich gerne alle, die Traumzauberbaum sehen wollen, sehr darauf aufmerksam machen, dass es nur jetzt im Herbst noch läuft. Danach haben wir die Rechte nicht mehr. Nicht, dass uns dann die Zuschauer böse sind. Die Spielzeit läuft an, die Puppenspieler sind grandios wie immer. Wir proben schon Gruffalo als Weihnachtsstück. VR läuft weiter. Wir sind auch ganz vielen internationalen Festivals wieder dabei. Also, was will man mehr? Jedes Jahr ist auch Volkswagen bei Sachsens größter Kindersause mitvertreten. Erfahrene Zwickifax-Besucher wissen, dass dann hier eine große Rutsche steht. Absoluter Publikumsmagnet sind auch immer die mitgebrachten Fahrzeuge, welche die Kinder wieder nach Lust und Laune bemalen durften. Wer dann schon eine geraume Zeit unterwegs gewesen ist und hungrig und durstig geworden war, auch für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt. Ein absoluter Hingucker war ein Zuckerwatte-Verkaufsstand. Ja, und wir sehen hier, wird fleißig in der Zuckerwatte gerührt. Wie läuft's denn so? Das ist jetzt ganz gut. Wir haben ja gerade erst angefangen, aber es läuft gut. Jetzt interessiert mich natürlich mal Zuckerwatte. Was sind denn überhaupt die Zutaten? Wie funktioniert es genau? Es ist nur Zucker und ein bisschen Liebe. Der Zucker wird hier drin reingeschüttet, der wird gekocht und durch die Zentrifugalkräfte wird so ein Faden gesponnen. Und den fange ich hier mit dem Stab auf. Und ich sehe gerade, das ist ja ein wunderschönes Gefährt. Ist das noch uralt oder ist es noch? Nee, das ist wirklich uralt, das ist original. Den Hersteller habe ich gerade nicht im Kopf, meine Familie wird mich rügen. Aber das ist original und sehr alt. Habe ich in der Schweiz bekommen. Wahnsinn, also noch gutes Gelegen, Dankeschön. Danke sehr. Gerne wurde, gerade bei den tropischen Temperaturen, die am Samstag vorherrschten, die kostenlose Wasserversorgung durch die Mitarbeiter der Wasserwerke angenommen. Auch die Zwickauer Energieversorgung als regionaler Dienstleister war am altbekannten Standort dabei und hielt wieder jede Menge Mitmachangebote parat. Ja, da ist immer einiges an Personal auch eingebunden, viele Kollegen, die mithelfen. Genau, aber es ist jedes Mal schön zu sehen, die strahlenden Kinderaugen bei unseren vielen Stationen. Ja, eine schöne Sache. Ihr wollt auch Wissen vermitteln, ich erinnere mich die letzten Jahre. Also die Kinder müssen sich schon ein bisschen anstrengen. Was habt ihr hier, was haltet ihr explizit vor? Genau, wir haben eine Experimentierstation, da gibt es spannende Experimente quasi zum Thema Energie. Wir haben aber auch was für Spiele und Spaß, unser Cornhole-Spiel, eine Minigolfbahn und unsere Solarrennbahn.
Achterbahn. Glitzer-Tattoos gibt es und die Kinder können ihre Kreativität freien Lauf lassen und Vogelhäuser bunt bemalen. Ist aber eine tolle Sache für Zwickau, nach draußen zu strahlen. Alle stehen zusammen, alle helfen mit. Also ich denke, dieses Kinderfest sollten wir fortführen. Auf jeden Fall. Man sieht ja auch, es besteht ja schon seit einigen Jahren jedes Mal mehr Besucher. Ich denke, das ist eine sehr schöne Sache und wir freuen uns auch jedes Jahr, dass wir da dabei sein können und auch aktiv einen Beitrag leisten können. Auf unserem Weg Richtung Bühne sind wir noch an einem liebevoll gestalteten Stand von Mucks Kinderbuchverlag vorbeigekommen, der unsere Neugierde geweckt hat. Ja, uns gibt es seit 9 Jahren hier in der Region. Wir machen regionale Kinderbücher, das heißt Illustratoren und Autoren sind hier aus der Region. Es sind wunderbare Kinderbücher, die auch schon in ganz vielen Kindergärten hier schon sind. Und Kinder haben viel Spaß immer bei uns. Wir haben heute einen Schreiberwettbewerb, das heißt Kinder dürfen schreiben, eine Kurzgeschichte, die dann bei uns auf der Webseite veröffentlicht wird. Wir haben schon die ersten Einreichungen und nebenbei kann man auch noch Tattoos machen, malen kann man bei uns immer oder Kinder lesen für Kinder. Das ist so unser Angebot, was wir heute hier so machen und ja, wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Wir haben ganz viel Spaß und Kinder sind unser Bedürfnis. Also Kinder, für Kinder da sein und für Kinder etwas gestalten, das ist das Wichtige, genau, um den Kindern was mitgeben, Werte, die wir in unseren Büchern hier darstellen, genau. Werte hat man ja auch über Märchen vermittelt bekommen. Ich erinnere mich ganz lange her an meine Kinderzeit. Ist es denn heute noch so? Ja, ich denke, die Werte sind wichtig, auch gerade in der jetzigen Zeit, in dieser schnelllebigen Zeit, wo es doch so viele Ablenkungen gibt mit Handys und na, wo die Kinder mit sich selber beschäftigt waren und die Zeit eigentlich mit den Eltern eigentlich die wichtige Zeit ist. Ne? Das ist eigentlich geschenkte Zeit für die Kinder da sein und ich denke, mit unseren Büchern kann man das. Ne? Weil man sollte früh anfangen, mit den Kindern zu lesen und den Kindern was aufs Leben mitzugeben. Ne? Das ist unser Bedürfnis, genau. Und das, denke ich, haben wir ganz gut erreicht in diesen 9 Jahren. Wir haben viele Kunden, die auch immer wieder kommen zu uns und neue Bücher holen. Dann war es Nachmittag geworden und viele Zwickifax-Besucher fieberten dem kulturellen Highlight entgegen. Organisiert von der Comedia-Konzept-Veranstaltungsagentur Chemnitz war Herr H. angekündigt. Bereits beim Zwickauer Stadtfest zog er kleine und große Besucher in seinen Bann. Auch bei seinem Auftritt bei Zwickifax sorgte der Star der Kindermusikszene gemeinsam mit seinen Gefährten für beste Unterhaltung. Hier ein paar Bilder vom fulminanten Abschluss des rauschenden Kinderfestes. Ich gehe den Weg nie allein, denn ich hab Freunde. Einer ist gut, besser sind zwei. Ich hab Freunde dabei. Können wir das zusammen probieren? Dinosaurier, probieren wir? Bitte, bitte, bitte noch einmal. Super, bitte, bitte, bitte noch einmal. Super, bitte, bitte, bitte noch einmal. Dann sollten sich alle kleinen und großen Zwickifax-Gäste doch schon mal den Termin fürs kommende Jahr fett im Kalender eintragen. Die 14. Auflage wird am 6. September 2025 an gleicher Stelle über die Bühne gehen. Werbung. Seid ihr beim Online-Banking gesperrt oder wollt einen Termin mit dem Berater machen? Kein Problem. Ne, da habe ich einen super Tipp für euch. Im Kundenservice-Center könnt ihr einfach anrufen. Ne Telefonnummer für alle Fälle. Also alle Fälle rund ums Geld, die bringen jetzt keinen Preiler oder so. Pass auf, die Nummer ist 0375 323 55555. Schreibt das hinter der Löffel. Mit denen kannst du auch chatten, wenn du ein bisschen schüchtern bist. So, wisst ihr wieder mal Bescheid. Eure Moni. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow!
Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Ich liebe Aktivitäten in der freien Natur. Wandern, Radfahren, Golf spielen. Und damit es noch lange so bleibt, nehme ich Rosaxan, um meine Muskeln und Knochen zu unterstützen. Denn mit Schmerzen in den Gelenken wäre das alles nicht möglich. Danke, Rosaxan. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall, Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Englische Woche beim FSV Zwickau. Nach dem Pokalspiel am vergangenen Sonntag geht's am morgigen Mittwoch gleich weiter in den Liga-Alltag. Zu Gast sein werden die Jungs von Rico Schmidt dann beim 1. FC Lok Leipzig. Dort wollen sie, auch in dem Wissen, dass Lok die Favoritenrolle innehat, eine bessere Leistung auf den Platz bringen und im besten Fall auch Punkte mitnehmen. Englische Woche Teil 2 nach unserer Pokalpflichtaufgabe am Wochenende in Dresden geht es für uns nun morgen weiter mit dem Auswärtsspiel beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Wir spielen da um 19 Uhr im Bruno-Blachel-Stadion. Rico, eine ganz, ganz andere Aufgabe wie am Wochenende. Tabellenzweiter, ungeschlagen bisher, auch nur 2 Gegentore. Klingt nach einer kniffligen Aufgabe. Eine große Herausforderung, keine Frage, und die Rollen sind ja ganz klar verteilt. Ja, mit den Ausgangswerten, die jetzt Lok Leipzig jetzt vorzuweisen hat und vor allen Dingen auch von der Art und Weise, wie Leipzig spielt, die ersten 6 Spiele mit diesen 14 Punkten ganz klare Favoritenrolle. Wir wollen es nicht kleiner machen, als wir sind, aber wir haben schon ein paar Themen auch zu bearbeiten gehabt, auch in den letzten Tagen. Nach dem Altenige-Spiel, da haben wir die Dinge auch nochmal ein Stück weit auch alle gemeinsam auch reflektiert, ob ich jetzt als Trainer im Trainerteam zusammen mit Robin, die Mannschaft, muss man auch sagen, größten Respekt auch, und das stelle ich mir auch vor als Trainer, dass auch intern mal darüber gesprochen wird, was ist vielleicht liegt im Argen, was müssen wir dort nachsteuern als einzelner Spieler, als Gruppe, als Mannschaft und natürlich dann auch im Miteinander, auch mit Mannschaft, mit Trainerteam, mit allen gemeinsam, damit wir diese Ausschläge, die wir jetzt in der Saison hatten, ja, mit diesem Ausschlag, erster Spieltag, dann ging das hoch, sportlich, auch Punkte, von den Punkten her, und dann so dieser Tiefersetzer mit den letzten 2 Spielen, vor allem dann auch nochmal Klinike mit einem Ergebnis verbunden, und das macht uns ja alle nicht zufrieden. Das wissen wir, dass wir das erstmal auch deutlich besser machen können. Das haben wir auch schon nachgewiesen, auch die Mannschaft das nachgewiesen. Und das geht halt jetzt in dieses Spiel bei Lok Leipzig zu übertragen. Und da war dieses Startspiel in Dresden-Striesen gegen den Landesklasse-Vertreter, war das ein ordentlich solides Spiel. Die Kritiker würden wieder meinen, müssen da 5, 6, 7, 8 Tore fallen, was ist denn los? Es ist immer schwer, gegen einen stehenden Gegner zu spielen, auch unter diesen Bedingungen, der Platz, der Ball, ohne dass jetzt komplett dahin zu schieben, aber meine Jungs haben sich dort sehr gut bewegt, haben auch die Dinge, die wir davor uns mitgenommen haben, die wir uns zurechtgelegt haben, mit Bravour auch versucht umzusetzen, und am Ende steht, dass wir weitergekommen sind. Jetzt gilt es natürlich dieses Punktspiel. Wir haben ja 2 Spiele mit Leipzig, mit Einburg, dann das Heimspiel am Sonntag, dass wir einen anderen Auftritt zeigen, ganz klar, vom Engagement her. Da steckt viel, viel Energie drin, viel Talent in der Mannschaft, aber eben auch immer wieder auch über die Basics zu sprechen und über die Basics zu kommen. Und das hat Leipzig, wenn ich mir so die Spiele angeguckt habe, Lok Leipzig, das Final in einer breiteren Spanne hinbekommen, dieses robuste Spiel, dieses
ein schnelles Umschaltspiel. Natürlich treffen sie auch aktuell hervor. Das gilt es halt für uns zu entdecken, ja, auch in dieser mannschaftlichen Geschlossenheit. Und es geht nur mannschaftlich geschlossen, das Spiel morgen in Leipzig anzugehen. Und wir wollen jetzt dort auch punkten, ganz klar. Das ist unser Auftrag und auch unser Ziel. Und das spürt man auch in der Mannschaft, dass da auch nochmal wieder ein anderer Move drin ist, eine andere Energie drin ist. Und ich wünsche mir, dass die Jungs das dann noch am morgigen Abend in Leipzig dann aufs Feld bringen. Gut, und wer steht dir dafür zur Verfügung? Jetzt hast du ja im Pokal ein klein wenig durchrotiert. Ja, gib uns mal ein kurzes Update, wie es so im Kader allgemein aussieht. Fast perfekt, außer Yannick Vogt leider verletzt nach wie vor. Keine signifikante Verbesserung. Und Randolf Riesen, schrägstrich seine Zimmer, was so eine Sonderrolle ist, den wir ja so langsam auch ranführen wollen an das Thema auch Mannschaft und dann perspektivisch auch für den in die Spiele einzubringen. Sind wir letzte Woche reingestartet mit 19 Feldspielern, sind alle dabei. Auch jetzt zu morgen hin, zum dem Abendspiel, haben wir 19 Feldspieler plus unsere Keeper. Und das ist eine sehr gute Ausgangslage. Ja, das hatte ich auch letzte Woche auch so vom Briefing, vor dem Dresden-Briefing mitgegeben, dass wir ja diese Mannschaft, ja, wir sind eine große Mannschaft, wir haben Wettbewerb, wir haben Konkurrenzkampf. Das war vielleicht auch, ist ja auch ein Stück weit was Neues, anders als letzte Saison noch, wo wir da immer wieder rotieren mussten und schieben mussten und U19 Spieler, nein, das ist jetzt dieses Jahr anders und das ist gut so. Da haben wir also einen Wettbewerb und wer dort dann final steht auf dem Feld, hat auch die Verantwortung für sich und für die Mannschaft dann auch zu leisten. Ja, mit dem Hintergrund natürlich, dass wir die Jungs haben, die in der zweiten Reihe sind. Ich habe ja da auch schon hier und dort auch ein Stück weit auch die Rotation auch bewusst begonnen, um einfach auch zu zeigen, dass ja auch den anderen Spielern in der zweiten Reihe, dass es sich lohnt, gute Trainingsleistungen zu zeigen, um dann schlussendlich auch zu spielen. Ja? Und Lloyd betrifft das ja auch, der jetzt die ersten Wochen gar nicht dabei war, aufgrund einer Spielverletzung von Cottbus, im Vorbereitungsspiel, wo er jetzt nicht dafür konnte, für eine Verletzung kam er nie, aber das war ein Kontakt. Und hat jetzt auch eine schwierige Phase gehabt, diese 4-5 Wochen hat es ja gedauert, mal ging es besser, mal ging es schlechter. Und jetzt ist er auch wieder dabei und das freut uns, da freue ich mich auch von Lloyd. Und das gilt halt zusammenzupacken und mit diesen 19 Feldspielern plus unsere Torhüter sind wir jetzt in diese enge Woche gestartet mit Dresden-Striesen, jetzt Leipzig am Sonntag Einburg und es geht eben dann schlussendlich auch nur zusammen, weil wir auch nicht wissen, Spielverletzungen, Sperren etc. pp. Also es ist sehr, sehr gute Ausgangslage. Und die Energie in der Mannschaft ist gut, ist sehr, sehr, sehr gut. Ich wünsche und erwarte mir, dass wir das dann eben morgen aufs Feld kriegen. Der BSV Sachsen-Zwickau hat sein erstes Saisonspiel gegen die HSG Blomberg-Lippe gewonnen. Es war das Premierenspiel in der neuen Halle der Stadthalle Zwickau. Und es gab noch eine Premiere. Die Handballmädels aus Zwickau haben für einen Besucherrekord in der ersten Handball-Bundesliga der Frauen gesorgt. 1400 Fans waren gekommen. Noch dazu hat der BSV in seiner Bundesliga-Geschichte den ersten Sieg gegen Blomberg eingefahren. 27-21 stand es nach 60 Spielminuten. Weiterhin hat man bisher noch nie am ersten Spieltag gewonnen. So kann man den Auftakt des BSV Sachsen-Zwickau in die neue Saison zu Recht als rundum gelungen bezeichnen. Werbung. Spektakulär! Die fliegenden Sachsen mit einer neuen Show in der Lukaskirche Zwickau-Planitz. Vom 27. bis zum 29. September erwartet Sie wieder eine einzigartige Show aus Akrobatik, Licht und Lasern mit freundlicher Unterstützung des Theaters Plauen-Zwickau. Los geht's am Freitag und Samstag um 20 Uhr und am Sonntag um 19.30 Uhr. Karten sind bei den Fliegenden Sachsen und in der Touristinformation Zwickau erhältlich. Der Planitzer Markt ist geöffnet. Nicht nur die Straßendecke, auch alle Geschäfte und Gastronomen.
Ob essen, einkaufen oder Geld abheben, wir sind weiter für Sie da. Auf dem Planitzer Markt in Zwickau. Internet, TV und Telefon. Alles drin für dauerhaft 29,99 € im Monat. Sicher dir bis zu 45% Dauerrabatt. Nur bis zum 8.10. auf pure.com. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nach dem heutigen Tage mit einigen sonnigen Momenten kommt der Mittwoch trübe und verregnet daher. Die Spitzenwerte liegen bei 15 Grad. Wärmer wird es auch am Donnerstag nicht. Der Westsachsenhimmel zeigt sich zugezogen. Mit Niederschlägen ist eher nicht zu rechnen. Auch am Freitag ändert sich nichts an den kühlen Temperaturen. 15 Grad, viele Wolken und gelegentliche Niederschläge, das sind die Aussichten. Aus heutiger Sicht erleben wir am Samstag einen total verregneten Tag. Bei Höchstwerten von gerade einmal 12 Grad soll es immer wieder zu mehr oder weniger ergiebigen Niederschlägen kommen. Das war's schon wieder, tagaktuell vom Dienstag, und wir freuen uns natürlich auf den morgigen Mittwoch. Gemeinsam mit Ihnen sind wir wieder am Start. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.